sehr viel Spaß. Es ist schön, wenn man so, also sie ist mir relativ nah, aber sie ist sehr viel exaltierter als ich, würde ich sagen. Und das macht große Freude. Und sie ist auch jemand, die, sagen wir mal, sehr, also ich habe das Gefühl, sie ist auch ähnlich wie ich auf der Suche nach irgendeiner Form von Wahrheit. Und das ist schön, wenn man so eine, wenn man eine authentische Motivation von einem Menschen hat, dass man irgendwie merkt, die treibt irgendwas an, was ich persönlich sehr schön finde. Also ich war früher als ich jünger war, war ich auf jeden Fall mehr in Berliner Clubs. Ich war da jetzt sehr lange nicht mehr. Ich glaube, da hat sich auch relativ viel getan. Also was ich auf jeden Fall finde, ist, dass es quasi wie so ein, sagen wir mal, also dieser Rausch und die Ekstase als wie so ein Gegenpol zur Arbeit, damals wie heute, glaube ich. Also ich glaube, es ist was, was man benutzt, um loszulassen, also um loslassen zu können und abschalten zu können. Damals natürlich noch viel krasser, was eine Armut angeht, aber auch heute gibt's Armut. Und ich glaube, das ist was sehr ähnlich ist. Das kann man sich fragen, das ist eine große Diskussion. Was sollte ein Schauspieler das immer spielen, wenn er den Dialekt auch beherrscht? Oder kann man sich da auch reinlernen? Ich glaube, man kann sich auch reinlernen. Also ich glaube, dass auch jemand anders das hätte spielen können. Aber das glaube ich halt sowieso. Ich glaube immer, also ich bin nicht so, dass ich sage, ich muss das und das machen, weil ich das machen muss. Aber in dem Fall hätte ich es schon sehr blöd gefunden, wenn es eine Kölnerin gespielt hätte, weil ich mache es auch sehr gerne. Aber das fand ich unglaublich. Musik, die das erst in die Stirn kämmen oder was? Also fand ich irgendwie sehr gut. Niemand ist ja ein Übermensch, also auch Charlotte Ritter nicht. Natürlich hat sie auch Momente, wo sie nicht weiß, was sie tun soll. Und dass man das sieht und erlebt, dass das auch darunter liegt, fand ich sehr wichtig.